Wir haben heute in Essen den ersten DigiCircle in NRW gegründet. Die Nachfrage nach DigiCircles in NRW beim Landesverband war enorm. 44 Volkshochschulen haben sich in 16 Bewerbungen dafür beworben. DigiCircles sind die Leuchttürme für erweiterte Lernwelten in Nordrhein-Westfalen. Mit insgesamt 5 DigiCircles werden wir in Nordrhein-Westfalen in 2017 die Arbeit aufnehmen und damit Leuchttürme setzen hier im Land, aber auch in der gesamten Bundesrepublik. Beteiligt bei dem DigiCircle sind die Volkshochschulen Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen und die Bergische VHS. Wir haben heute in unserem Kickoff-Meeting erst einmal geklärt, ja, wir haben einen Fokus auf die Teilnehmenden gelegt, um wirklich eben ein Produkt anschließend aus dem DigiCircle entwickeln zu können, was dann auch den Bedürfnissen der Teilnehmenden entspricht und nicht unseren Bedürfnissen zunächst entspricht. Und im nächsten Schritt haben wir dann versucht, Phasen zu definieren, die unser DigiCircle-Projekt haben wird. Es wird also anfangen mit einer Phase zum Sammeln und Austauschen von den Dingen, die schon laufen, die schon vorhanden sind. In einer zweiten Phase wird es darum gehen, dann konkrete Angebote und Medien zu entwickeln und auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieser DigiCircle ein Erfolg werden kann, durch Fortbildung zum Beispiel. Und in der dritten Phase wird es dann um die konkrete Umsetzung von einem oder mehreren Leuchtturmprojekten gehen und natürlich die Evaluation anschließend, damit die Leute die Fehler, die wir machen, nicht machen müssen und vielleicht auch von den Besonderheiten, die uns aufgefallen sind, auch etwas lernen können. Eins der Leuchtturmprojekte wird in jedem Fall im Rahmen der schulischen Weiterbildung durchgeführt werden. Hier werden wir versuchen, Medien und auch methodische Szenarien zu entwickeln, die sich rund um das Konzept Flipped Classroom wendet. Hierzu wird es darum gehen, zunächst einmal eine Vernetzung stattfinden zu lassen von den Kursleitenden und den Weiterbildungslehrenden in der schulischen Weiterbildung, um dann dort zu eruieren, welche Sachen sind eh schon bekannt, welche Sachen müssen noch gelernt werden, welche Fortbildung brauchen wir dafür, um dann im nächsten Schritt wirklich ganz konkret die Lernangebote für die Teilnehmenden in der schulischen Weiterbildung so umzustricken, dass da eine runde Sache draus wird und dass eben durch die erweiterten Lernwerten ein echter Mehrwert entsteht. Begeistert haben mich die Leute, die in den DigiCircles unterwegs sind, die teilweise schon seit vielen, vielen Jahren digitale Lernwelten erproben, aber jetzt mit diesem DigiCircle noch einmal neuen Schwung und auch eine neue Aufmerksamkeit bekommen haben. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft für dieses Thema ist das, was unsere Arbeit groß macht. Ja, wir haben heute den ersten DigiCircle Nordrhein-Westfalens hier bei uns in der Volkshochschule Essen gegründet und wir sind ein bisschen erschöpft. Aber wir sind auch richtig froh über all das, was wir heute besprochen haben. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir endlich mal gemeinsam etwas angehen und habe ganz große Erwartungen auch in Bezug auf das, was sich in der schulischen Weiterbildung oder insgesamt in den zweiten Bildungswegen an den Volkshochschulen verändern wird, dadurch, dass wir die Digitalisierung sehr systematisch, sehr ernsthaft angehen und dabei eben auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr in den Blick nehmen. Damit sind wir heute eingestiegen. Wir haben uns einfach mal gefragt, wer ist das, was machen die, was denken die? Und daraus kann man schon sehr viel ableiten, was für uns jetzt zu tun ist. Und ich glaube, das wird gut.